Yo, hi Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Und in diesem Video geht es um ein Nudelgericht. Wir machen heute Spaghetti mit Räucherlachssoße und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Let's go! Für die Spaghetti mit Räucherlachssoße brauchen wir 500 Gramm Spaghetti, 400 Gramm Räucherlachs, 300 Gramm Gemüsebrühe bzw. Suppe, 300 Gramm Schlagobers bzw. Sahne, 150 ml Weißwein, 40 Gramm Butter, Pfeffer, Dill, eine Zitrone und zwei Zwiebeln, beziehungsweise ich habe jetzt da Frühlingszwiebeln. Als erstes schneiden wir den Räucherlachs in feine Streifen. Als nächstes schneiden wir die Zwiebel fein. Als nächstes stellen wir einen großen Topf Wasser auf und bringen es zum Kochen und salzen es. Das Wasser sollte leicht salzig schmecken. Bis das Wasser kocht und wir die Nudeln reingeben können, können wir mit der Soße starten. Als erstes geben wir die Butter in die Pfanne. Jetzt, wo die Butter zerronnen ist, geben wir den Zwiebel dazu und schwitzen ihn an. Jetzt, wo der Zwiebel angeschwitzt ist, geben wir den Räucherlachs dazu. Jetzt, wo der Räucherlachs angebraten ist, können wir mit dem Weißwein ablöschen. Nun mit der Sahne und mit der Gemüsebrühe aufgießen. Jetzt, wo das Wasser kocht, geben wir die Spaghetti in das Wasser und kochen die Spaghetti laut Packungsangabe. Die Spaghetti nicht vergessen umrühren, schon kleben sie zusammen. Bis die Spaghetti fertig sind, können wir die Soße würzen mit Pfeffer und Dillspitzen. Jetzt nehmen wir die halbe Zitrone und geben den Zitronensaft dazu. Jetzt die Soße abschmecken, gegebenenfalls nachwürzen. Jetzt, wo die Spaghetti fertig sind, abseihen. Nun geben wir die heißen Spaghetti in die Soße. Jetzt können wir auch schon anrichten. Ja Leute, das waren die Spaghetti mit Räucherlachssoße. Ich habe jetzt die Nudeln direkt in die Soße reingetan, wegen dem ist die Soße auch ein bisschen flüssiger gewesen. Wenn ihr die Soße normal über die Nudeln drüber tun wollt, dann dickt die Soße ein bisschen ein. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Ciao!